Jetzt guckt man in diese Box rein. Hier diese amerikanische Kavallerie von Perry Miniatures. Und ja, vielleicht als allererstes hier der Blick auf die Rückseite von der Box. Ziemlich cool. Wir sehen hier verschiedene Bemalungsstils von den Uniformen. Ja, da kann man sich da ein bisschen dran orientieren, wenn man die anmalen will. Aber ja, guck mal rein. Okay, hier ist so diese Anleitung dazu. Ein paar Regelstuff dabei, was ich cool finde. Hier steht das so ein bisschen stabileres Papier. Und hier sind vier so verschiedene Banner, die man dann an die Modelle dran kleben kann. Ziemlich schick. Kann man gebrauchen. So, dann hier dieser verrückte Style von den Bases. Das sind drei verschiedene Größen. Hier so mehr oder weniger das klassische Kavallerie-Base. Ein doppeltes Kavallerie-Base oder auch so ein Monster-Base dann, aber kann man hier in der Box nur als Kavallerie-Base benutzen. Und dann so ein Dreier-Base. Ja, bin ich so nicht gewohnt. Normalerweise kenne ich nur, dass die Pferde immer auf einzelnen Bases stehen. Finde ich aber cool, dass es einfach dabei ist. Ja, und dann haben wir drei Gussrahmen. Das ist dreimal genau derselbe Gussrahmen. Und den gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Hier schön vier verschiedene Pferde dabei. Mit linken und rechten Hälften. Und diese Hälften kann man auch ineinander kombinieren. So kriegt man wirklich sehr viele verschiedene Pferde raus. Klasse Lösung. Ja gut, und halt noch vier Reiter. Die Reiter sind sehr einfach gehalten. Ist halt ein Guss, wo der Arm jeweils so anliegt am Body. Und ja, die sehen alle vier recht ähnlich aus. Allerdings sind jetzt hier noch so verschiedene Hüte mit dabei, so Cowboy-Hut-Style mäßig. Dann dieser amerikanische Armeehut oder Kappe. Und so kriegt man dann doch ein bisschen Variation mit rein, dass die Reiter sich auch optisch unterscheiden dann und nicht alle mehr oder minder gleich sind. Und klar, viele, viele verschiedene rechte Arme. Bei jedem Reiter fehlt der rechte Arm. Und so kriegt man dann auch verschiedene Posen hin bei den Modellen. Ziemlich cool, Säbel, Gewehre, sogar eine Trompete ist dabei. Hier diese einzelnen Musketen, die gefallen mir gerade ziemlich gut. Gediegener Gussrahmen, oder? Ne?